Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Town Tycoon. Ja, nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen gefailt haben, hier mit den Windrädern und Dorfbewohnern am Tal, machen wir jetzt mal weiter. Ich habe ein bisschen laufen gelassen, ein paar frische Waren sind angekommen. Wahrscheinlich werden wir uns auch wieder noch ein paar Sachen kaufen. Aber da die Stadt ja E- ist, was es betreffend Einkommen, müssen wir mal unbedingt hier schauen, dass wir ein paar mehr Steuern kassieren. Und darum würde ich sagen, dass wir gerade mal die Stadt ein bisschen ausbauen. So, und... Reicht das? Nee, das reicht. Nee. Hier. So. Stimmt's doch so, oder? Ich depp hab jetzt zwei Reihen heute, wie man da reinpflanzen kann, gemacht. So, ich möchte gerne die Straßen aussehen. Hallo, wieso kann ich die Straßen nicht aussehen? Hallo. Naja, gut. Dann wäre das halt eine Verhässlichung der Stadt für E und je. Ich könnte da noch reinbauen, was Schönes. Ne. Oh, ich bin vorher schon verbaut, sorry. Industrie, Windrad. Sonstiges ist ein kleiner Park. Nix frei, also, nö. So, dann machen wir mal. Mal. Nein! Als baut das noch hier auf die Straße raus. Nein, abbrechen. Nimm mich auf heute stellen. Abbrechen. Nein! So. So. Und so. Und so. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen hustlich. Ich huste noch ein bisschen. So schön, neue mehr Einwohner, gleich mehr Leute, die hier arbeiten, gleich mehr Produktion von Beton. 17 Leute, aber die arbeiten hier. Das Ding hat irgendwie keinen Straßenanschluss mehr. Oh, mehr. Ne, da irgendwie ist was schiefgelaufen. So, dann machen wir hier den und den machen. Die Straße schon gebaut, das heißt, du sollst wieder schon eine Chance haben. Die sind drei Einheiten, weil hier noch null Leute arbeiten beim Stahlwerk. Ja, sorry, also, ey, so, also ein bisschen unverteilt. Durch die Arbeitsplätze, die näher sind, sind natürlich ein bisschen beliebter als die, wo da oben am Arsch der Welt sind, aber. Ah, sind 13 Arbeitnehmer. Gut. Schauen wir mal, hier, was hier unten steht. Hier Ressourcen haben wir keine mehr für irgendwie neue Häuser bauen. Nö. Geld, eben Geld. Schauen wir mal kurz ins Rathaus. Geld, 4 Einnahmen, 23 Ausgaben. Ich glaube, ich sollte mal ein paar Windräder stilllegen. Die mir keine Kosten mehr versuchen, Sachen. Drehen die da nicht mehr? Ne, die drehen nicht mehr gut. Da sieht man auch einen Unterschied zwischen stillgelegt und nicht. Stilllegen. Nein, nein, jetzt habe ich abgerissen. Nein, halt, 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 nein. Stilllegen. Und. Hallo, lass dich mal anmelden. Nein. Hallo, dann halt eins von denen hier. Stilllegen. Ich hoffe mal, es sollte sein, dass wir noch genug Strom haben. Schauen wir mal kurz ins Rathaus. Steuern, Gesetze, Produktion. Kann ich mehr auswählen? Nö. 3.000. Als ob ich noch 1816 Energieproduktion habe. Gebäude stilllegen.
So, jetzt glaube ich, sollte ich aufhören. Ich glaube jetzt. Jetzt haben wir einen Anschlag. Produktion. Ist nicht aktualisiert. Das ist ein Problem. Mal an der Rohstoffbörse. Haben wir nur 300 Betten kaufen, so teuer. Schon Ausgaben, schon weniger geworden. 2, 4, 6. Hey, jetzt sollten es 12 sein. 2, 4, 6, 12. Ne, sind wir 13, wieso? Vielleicht haben wir sonstiges Krampel. Plus 5 Einnahmen. Das ist nicht irgendwo, ne? Müssen wir noch mehr Einkommensteuer machen? Plus 9. Minus 13. Wenn wir hier das ein bisschen runterdrehen. Änderungsspeicher. So. Dann sind wir mal so. Ich werde zwar dafür noch mehr Häuser zu bauen, aber wir haben kein Geld mehr. Das Geld ist leer. Oh, wir können mittlere Wohnhäuser bauen. Oh, doch nicht. Was ist das gerade Spiel aktualisiert irgendwie? Ja, hier bei der Produktion, ob wir jetzt. Ich glaube, ich bin jetzt. Das, ja, drei Windräder. Nein, ich produziere. Drei Wind. Eins können wir nicht noch in Stilllegen, also die drei müssen noch anbleiben. Bei Bedarf können wir die anderen dann wieder anschalten. Ich glaube, das sollten, glaube ich, mehr Leute hier bei den Betonwerken arbeiten. Naja, was weiß ich, was weiß ich. Ich hatte Minimap haben hier so. Nö. So, wir haben mittlerweile schon 92 Geilwohner und genug Nahrung. Sollte genug da sein. Geld wird zu unser größtes Problem werden. Weil irgendwie Geld ja nicht mehr so viel vorhanden ist. Wir können auch je zwei Gebäude bauen, glaube ich, sehe ich gerade. Hier nochmal Beton, nochmal Sägewerk. Nochmal Essen. Ja, okay. Unsere Produktion nochmal verdoppeln, wenn wir die Ressourcen dafür haben. Und ja. Naja, sieht doch akzeptabel aus. Ressourcenproduktion kommt für mich ist natürlich. Bisschen höher sein. Was ist das? Oh, die können wir weiter scrollen. Schüler, Studenten, Forscher, Raketen. Das habe ich noch nicht geschafft. Ich bin ja auch was auf wie viel 200 Einwohner gekommen. Das war das höchste, was ich hatte. Aber nicht so viel gespielt. Musste gerade Let's Play machen und das habe ich mir vorgestellt. Das Spiel hier ist ein schönes Lüstchen, das hier hochgehen. Das ist auf jeden Fall interessant. Schon wie logisch. Na, hier ist ein Schluss. Gefällt mir. Kostet es was, die Straßen zu bauen eigentlich? Oh, wir haben Ressourcen gekriegt. Irgendwie. Cool, bauen wir noch ein paar Häuser. So. Ziehen wir hier mal Straße hoch. So. Hier. Nein. Alter. Naja, was soll's so. Und hier haben wir nochmal so einen großen Baublock an Häusern. So. Also den wir wieder weggemacht. Schon zu wenig Ressourcen. Ja, zu wenig Ressourcen. Kein Steuer mehr. Ja. Naja, langsam kommt ein bisschen Geld rein, nur vom sonstigen, können irgendwie auskommen und so. Also irgendwie andere Leute keinen Namen. Ich muss mal gucken, hier diesen Markt. Info.
Der Marktplatz sorgt ja. Nimm genügend Nahrungsmittel. Ohne ausreichend Nahrungsmittel werden keine weiteren Einwohner schon. Jetzt sind so. Und Stoff bemerkt hast. Manchmal Arbeiter von Sony Max. Nahrungsproduktion. Nahrungsproduktion. Nahrungsproduktion pro Arbeiter. Ziege. Kriminalität. Kriminalität. Umweltverschmutzung und. Kann man sich alles mal durchlesen, könnte man mal machen in einer extra Folge. Weil dieses Let's Play will ich ungefähr fünfmal spielen oder so, also fünfmal die ganzen Karte vollbauen. Na. Da oben ist das Herzli. Ja. Bald werde ich auch hier so ein Ding bauen, habe ich auch schon gebaut gehabt, so ein Bürogebäude. Das ist ein richtig krasses Gebäude für diese kleine Stadt, wo wir hier haben. Eine kleine. Das kleine Kaff hier. Das ist ein richtig krasses Gebäude. Das Ding produziert. Das frage ich mich, wie viel Einheit pro Stunde produziert das? Dieses Musik haben wir kommen sie Grenzen. Arbeiter 320 normal. Max verfügbar. Kosten pro Arbeiter, Kosten pauschal, Energieverbrauch pro Arbeiter, Energieverbrauch und Produktion pro Arbeiter 0,03. Einfluss Parkplatz, Straße, Bausch, Bushaltestelle, U-Bahn, U, bis Imbiss, Werkbüro, Spedition, Hafen, Bahnhof, Bahnhof, Flughafen, Autobahn. Was man alles noch bauen kann, du, ich freue mich schon. Ja, Parkplatz habe ich auch schon gebaut gehabt. Können wir unsere Gebäude ein bisschen attraktiver machen. Auf einmal waren alle im einen Gebäude oder im Parkplatz schon. Bauhof. Bringt ein D. Im Bauhof Arbeitsgeräte wie Bagger oder Kräne in deiner Stadt und erlaubt dir so mehr Gebäude. 4x4, Bauzeit, arbeitet Max sofort. Wie viel bringt mir das denn? 3. Es kostet 3 Gold. Das mal 3 oder so. Naja, auf jeden Fall läuft's gut. Mehr oder minder hier. Die Windräder, die machen mir halt immer so viele Kosten noch. Ich riskiere es mal eins auszu. Ups, was war ich? Ich riskiere es mal ein Windrad noch stillzulegen. Und falls es keine gute Idee war, kann ich es immer noch anmachen. Mal ich schachte mal immer wieder mal hier auf die Stadt rüber. Ich verlieren. An Geld und wir können schon wieder ein neues Haus bauen. Das geht nochmal schnell hier. Wohnen, neues Haus. Ich habe hier so ein LKW in der Stadt wieder rein. Wie habe ich keinen LKW-Anschluss in diese Stadt hier? Das ist irgendwie komisch. Hier haben wir nochmal Eisenbahn. Hier ist ein See. Eisenbahn und Auto. Eisenbahn und Auto, oder? Ja, komisch. Und man kann auch einen LKW-Anschluss haben. So, auf jeden Fall. Ja, können wir kurz noch in. Sorry. Ins Rathaus gucken, wie sieht es aus? In Elfen plus. Nein. Die Windräder machen mir jetzt. Keine Probleme. Ich habe Angst, dass auf einmal kein Strom mehr für die Werke da ist. Ich habe Angst, ich werde vielleicht noch hier diesen Block ausfüllen bis zum nächsten Part. Und dann ja, so ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Town Tycoon, bis zum nächsten Mal. Und in der Reihe 5. Tschö, Leute.